Uns ist wieder eine Normalparabel gegeben und diese möchten wir zeichnen. Wir benötigen wieder den Scheitelpunkt hierfür. Das heißt, wir berechnen xs mit der Formel minus b geteilt durch 2 mal a. A ist die Zahl vor dem x, also vor dem x². Das wäre in diesem Fall plus 1. Das bedeutet, wir haben eine nach oben geöffnete Parabel. B ist die Zahl vor dem x, das wäre die 6. Und c haben wir hier nicht gegeben, also ist c gleich 0. Wir setzen ein, dann erhalten wir minus die 6 eingesetzt, geteilt durch 2 mal 1. Somit hätten wir xs, 6 geteilt durch 2 ergibt 3, somit minus 3. Unseren y-Wert des Scheitelpunktes errechnen wir mit Hilfe der Formel c minus b im Quadrat geteilt durch 4 mal die a. Wir setzen wieder ein, für c die 0, also hätten wir 0 minus 6 im Quadrat geteilt durch 4 mal die 1. Dann hätten wir 0 minus 6 im Quadrat ergibt 36 geteilt durch 4. Und 36 geteilt durch 4, also minus 36 geteilt durch 4, ergibt minus 9. Somit hätten wir unseren Scheitelpunkt bei minus 3 strich minus 9. Wir zeichnen den Punkt ein, also bei minus 3 und minus 9, 5, 6, 7, 8, 9. Das wäre ungefähr hier. Und an diesem Punkt könnt ihr wieder eure Schablone legen. Daran denken, die Parabel ist nach oben geöffnet, also muss irgendwie so verlaufen. Und könnt die hier schön einzeichnen. Ich benutze wieder die andere Methode. Das heißt, ich gehe um eine Einheit nach rechts, quadriere diese 1. Also das gibt wieder 1, so muss ich um 1 nach oben. Gehe ich um zwei Einheiten nach rechts, muss ich die 2 quadrieren, das ergibt 4, also muss ich um 4 Einheiten nach oben, 1, 2, 3, 4. Gehe ich um eine Einheit nach links, also minus 1, und minus 1 im Quadrat ergibt plus 1. Gehe ich um 2 Einheiten nach links, also die minus 2, minus 2 zum Quadrat ergibt plus 4. Das heißt, ich muss um 4 Einheiten nach oben. Das hier können wir wieder verbinden. Und wir hätten somit unsere Parabel gezeichnet.